Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Fjordal. Die ist vom Modder Olis 9 und hat eine Größe von 149,41 Megabyte. Das Ganze spielt in Westnorwegen. Auf der Karte sind enthalten eine Hauptstraße, kleine öffentliche Straßen und Feldwege, Fjorde und Flüsse, wo sie ihre Wassertanker füllen können, mehrere Bauernhöfe mit Feldern und Tierweiden, 62 kaufbare Grundstücke, 88 Felder mit Missionen. Sie haben unterschiedliche Größen und Formen, sowohl Acker- als auch Grasfelder. Mehrere Wälder und ein offenes Grundstück Nummer 62 zum Anlegen eines eigenen Areals. Mehr als 10 Verkaufsstellen, die unterschiedliche Produkte anbieten. Zug, der zum Verkauf von Waren genutzt werden kann. Mehrere platzierbare Produktionspunkte, BGA und Bunkersilos, Sägewerksbereich mit Wasserteich, 100 sammelbare Käsestücke auf der Karte, zwei Aussichtstürme an einigen guten Stellen. Empfohlene Mods sind mehr Tierhaltung möglich und das Ferienpaket für TCBOMCE. Auf der Karte kann man quasi Fern benutzen, aber wenn man jetzt diesen Mod nicht runterladen kann, weil man jetzt zum Beispiel Konsole spielt, weil den gibt es nur auf PC, diesen Mod, dann kann man die Brücke benutzen, also ist nicht eingeschränkt oder was. Dann schauen wir uns die Karte mal an. Die PDA. So sieht das Ganze aus. Wir haben ja auch eine kleine Insel. Hier haben wir die Zugstrecke und so weiter. Jetzt guck mal, oder was wir jetzt haben. Das ist Grundstück 25, da wird sich unsere Farm befinden. Das ist Farmhaus, genau. Und gehen wir mal hier rein. Machen wir das alles nochmal aus. Genau, da befindet sich das Farmhaus. Was haben wir noch? Verschiedenes haben wir noch an. Gut, dann gucken wir mal. Wir sehen hier, es schaut aus wie Wald. Hier, das Gelbe scheinen die Straßen zu sein, das Rote ist die Eisenbahn, blau sind Flüsse. Hier sieht es aber auch noch aus, als hätte man einige Wege. Schauen wir, was die Grundstücke kosten. Also ein kleines Feld wert 33.520 Euro und ein größeres Feld oder Feldbereich, sagen wir mal so. Hier der 7 für 438.512 Euro. Dann haben wir hier diese, ich denke mal, dass Waldgrundstücke sind. Guck mal, ob wir was Kleines haben. Das 29er Grundstück hat einen Wert von 54.144 Euro. Und ein größeres, wie dieses 62, hat einen Wert von 296.352 Euro. Und dann guck mal, was wir Abladestationen haben. Hier haben wir einen Train Tunnel. Okay. Können wir uns dann anschauen beim Rundgang. Dann haben wir einen Gesteinsbrecher. Grain Mill. Fjordal Harbor, also so ein Hafen. Dann einen Ballenverkauf. Bauernmarkt, Fjordal Train Station. Hier nochmal, hier haben wir Joker, können wir uns auch später beim Rundgang anschauen, was es ist. Dann haben wir ein Hotel Fjordal und River Spinnery. Gut, dann haben wir hier eine Tankstelle, da haben wir ein Sägewerk, Kalkstation, hier nochmal einen kleinen Treibstofftank, der sich bei unserem Hof befindet. Produktion haben wir hier oben Freier Schokolade, also eine Schokoladenfabrik. Dann Sandbreaker Bakery, also eine Bäckerei. Dann unser Sägewerk, Schreinerei, Getreidemühle. Okay. Spinnerei. Und Sinop finden Cheese, also eine Käseproduktion. Tiere haben wir bei unserem Hof, diesen Bruchholz-Kuhstall. Mission haben wir keine. Verschiedenes haben wir in Viehhändler, Fahrzeughändler. Hier kann man Zug mieten bei diesen zwei Positionen und dann haben wir hier unten noch unser Farmhaus. Guck mal den Wachstumskalender an, sieht eigentlich recht Standard aus. Dann guck mal, was wir zusätzliche Produkte haben. Sieht nicht so aus, als ob wir hier welche hätten. Schauen wir mal, was wir Fahrzeuge haben. Ja, einige. Dann hier Tiere, dieser Kuhstall und Produktionsketten besitzen wir momentan nicht. Dann starten wir hier. Ist es. In der Nähe der Farm. Ja, es ist bei der Farm. Oder da hinten haben wir eh schon einen Trigger. Hier wäre dieser Kuhstall. Hier kann man Gülle aufladen. Da müssen wir gucken. Genau hier oben ist das Farmhaus. Da haben wir noch so ein Dampfstrahlgerät stehen. Da haben wir dann noch so eine Hundehütte. Gehen wir ums Farmhaus rundum. Wir hätten hier so einen Schlaftrigger. Also betreten kann man das Farmhaus nicht. Oder was hier möglich? Nein, es ist nur eine Veranda.
Und schau mal rund am Hof. Also man sieht hier schon, es ist auch sehr bergig. Hier diese Wiese ist auch, liegt am Hang. Also schon ein steilerer Hang. Dementsprechend auch anspruchsvoll, hier das Ganze zu bewirtschaften. Dann kommen wir zu den Fahrzeugen. Hier haben wir einen Valtra T255 Active. Mit einem Querneland DTX 300 AR und hinten haben wir eine, Norton AK25 und NS3030 Zähmaschine. Dann haben wir einen Case IH Magnum oder Maxim TVX 115. Dann haben wir hier einen Kalksteuer, eine Amazone ZATS 3200. Dann haben wir hier von Albut eine Schaufel, Palettengabel und von Quickie den Q4M Frontlader. Dann haben wir hier ein Akkugewicht mit 2300 Kilogramm. Guck mal weiter. Dann haben wir hier quasi unser Tankfass. Und da haben wir einen Krampe Halfpipe HP20. Dann haben wir hier ein Querneland 4140L. Das ist ein Mähwerk. Und ein Roy Wender. Und zwar ein Samas Z2840. Und dann haben wir einen Pöttinger Boss Alpine 251 und dann von Rustle Smash eine Nova 330 Mähdrescher und Rustle Smash Powerstream 500 Dreschwerk. Gut, dann haben wir hier noch einen John Deere, einen 7810 und ein Farmtech Supersize 800 Güllefass. Und schauen wir hier weiter. Okay, hier sieht man so Pfützen. Und das wäre quasi der Kuhstall, da können wir auch mal reinschauen. Weiß jetzt nicht, ist das eine Kuhweide? Oder war die Kuhweide hier? Ja, Kuhweide ist hier quasi. Gehen wir jetzt mal auch nochmal rüber. Und schauen mal, ob wir in den Kuhstall irgendwie reinschauen können. Hier haben wir noch ein Tor, das wir öffnen können. Dann können wir hier wahrscheinlich Futter abladen oder Stroh und so ein Zeug. Aber in den Kuhstall selbst können wir anscheinend nicht rein. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, man hat jetzt keine, wenn man jetzt viele Kühe hat, man hat jetzt zum Beispiel 1600 Kühe, die irgendwo rumlaufen. Es belastet halt einen Rechner oder einen Server. Das hat man hier in dem Fall nicht. Da haben so Kuhställe ohne animierte Kühe auch ihren Vorteil. Wobei natürlich ein Kuhstall mit Kühen schöner ist. Gut, dann springen wir mal nochmal die Fahrzeuge durch. Gut, da haben wir so einen Stapler noch, einen Manitou MC18-4 beim Fahrzeughändler steht der. Der wird wahrscheinlich da stehen, um so Paletten Saatgut und so weiter zu verladen. Haben wir hier noch eine Werkstatt beim Fahrzeughändler. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal Richtung Ort. Hier haben wir nochmal so eine Getreidemühle. Oder ein Getreidewarenlager. Dann haben wir hier die Kirche aus dieser Alpenmap. Geh mal noch ein bisschen weiter vorher. War schon zu weit. Guck mal darüber. Gut, da haben wir so einen Parkplatz. Ja. Dann ist hier diese Käserei. Die heißt jetzt auf dem, oder beziehungsweise der Modder bezeichnet es anders. Aber man sieht hier, das ist die Erlengradkarte. Oder Teile aus der Erlengradkarte übernommen. Dann haben wir hier diesen Joker-Markt. Also ist so eine Art Supermarkt. Mal was hier noch kommt. Auch ein paar Wegweiser. Straßentextur schaut jetzt auch nicht schlecht aus. Mal darüber.
Hier haben wir diese Spinnerei. Da hinten ist ein Heuballenlager oder Heuballenverkaufsstelle. Und hier haben wir ...25,26. Schaut fast aus wie Dünger. Ja. Und so Kalksalpeter. Diese Zahlen stehen für die Anteile im Dünger, also ja, was halt da so drin ist. Gut, da kann man auch Samen kaufen. Okay, das Ganze kann man auch kaufen. Schau mal, was es ist. Getreide. Ja, auch mit Sound. Und gut, springen wir weiter. Die Traktoren, die hatten wir alle. Mehrdrescher auch. Gut, bewegen wir uns wieder im Kreis. Würde ich sagen, gehen wir mal in Flugmodus, schauen uns die ganze Karte von oben an. Also hier sehen wir den Ort, da haben wir noch einen Hafen. Einen kleinen. Dann ist hier, schätze ich mal, dieses Hotel. Oder auch nicht, weil ich sehe jetzt momentan hier keine Abladestelle. Ich denke, haben wir hier eventuell auch nochmal eine Verkaufsstelle. Mal auf der Karte schauen, was ist das? Das wäre diese Spinnerei quasi. Also hier kann man Schafwolle und so weiter abladen. Dann haben wir hier oben auch nochmal einen Hof. Frage ist, wenn wir uns dieses Grundstück kaufen, können wir dann den Hof auch benutzen? Gucken wir einfach mal. X60. Ja. Dann kann man den Hof auch voll nutzen. Schauen wir hier weiter. Da haben wir so eine Brücke. Aber die eigentlich so ein Eisenbahnübergang ist. Er hat mit vielen Objekten aus dieser Erlengard-Karte gearbeitet. Dann haben wir hier auch nochmal einen Hof, den wir man auch kaufen können und dann eben benutzen. Jetzt die Frage, wie weit. Oh, da geht es noch hinter. Dann haben wir dann auch nochmal einen Hof, den man nutzen kann. Hier sind aber auch nur vereinzelt Felder. Gut, hier haben wir vereinzelt ein paar Bäume. Da ist unser Hof nochmal, genau. Dann haben wir hier noch so eine Art, ja. Vielleicht soll es ein Hackschnitzelplatz dastehen, aber das, diese Container sind ja eher Deko. Aber wir haben ja auch ein paar Bäume, also Nadelwald. Und hier endet dann die Karte auch schon. Ja, da fährt der Zug rüber. Dann haben wir so eine Burgruine. Dann haben wir hier nochmal einen Unterstand und eben Felder. Das könnte jetzt auch nochmal ein Hof sein. Und das auch. Oder ein Hof. Ja. Nochmal so Unterstandmöglichkeit, da wäre der Gesteinsbrecher. Hier auch nochmal was zum Wasser zu entnehmen.
Haben wir hier nochmal Verkaufsstelle, Tankstelle. Dann gehen wir weiter. Schauen wir, da ist aber schon wieder gerade ein Ende. Und hier führt diese Brücke drüber. Kann zum einen, man sieht Gleise, vom Zug benutzt werden und dann auch nochmal von Fahrzeugen selbst. Dann haben wir hier nochmal einen Steg, da wir dann auch die Fähre wahrscheinlich anlegen können. Um dann, suchen wir mal das Gegenstück dazu, genau. Um dann hier rüber zu kommen. Aber wie gesagt, man kann auch die Brücken benutzen. Machen wir auch nochmal eine Abladestelle. Schauen wir einfach hin, was es ist. Das ist ein Sägewerk, gut. Drum dieses Gleis wahrscheinlich. Um hier mit so einem Wagen Holz raus zum Transportieren. Da haben wir noch eine Schreinerei. Und hier drüben wäre noch eine Biogasanlage. Dann sieht man hier, man kann über die Brücke hier drüber kommen. Und hier hat man dann nochmal eine Abladestelle. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Okay, eine Schokoladenfabrik. Ach, da sieht man, da kommt der Zug quasi durch. Beim Flüssigkeitstank auch, kann man unter Umständen dann die Milch hier abliefern. Da geht hier nochmal die Brücke rüber. Hier sieht man auch, das ist wieder Kartengrenze. Und dann sind wir auch wieder im Ort selbst. Jetzt gucken wir aber schnell, weil da ist ja was, irgendwas von so einem Berg denn gestanden. Von so einem Bergtunnel. Wo war denn das? Train Tunnel. Okay, ich habe hier nochmal eine Verkaufsstation auch und ja, ein paar Deko-Objekte. Gut, hier kann man einen Zug nochmal mieten. Und man kann auch durch dieses Tunnel dann sich durchbewegen. Gut, dann kommen wir dann schon wieder raus aus diesem Tunnel. Okay, gut, das befindet sich ja außerhalb der Karte. Also dementsprechend hier das Gelände abgeflacht und dann hier diese Zugdecke eingefügt. Jetzt schauen wir nochmal schnell, was hat denn da geschrieben? Da. Okay, es ist eine zweite Karte. Und keines der Objekte hat er selbst erstellt. Ich würde mal sagen, diese Zuggeschichte hier, die hat er schon selbst erstellt. Ja, man sieht es, wenn man die Karte anschaut. Es sind halt einige Tricks drin. Wenn man jetzt seine erste Karte erstellt, die man hier oder die er auch genutzt hat. Jetzt, wenn man hier aber sieht, ich weiß nicht, diese Schleusenpaket und so weiter. Ob es da was dazu gibt, aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns die Mod selbst anschauen. Ist ein Gebilde oder Gebäude von Norwegen mit dabei. Wer kann man hier hinter? Okay, hier gehen so verwinkelte Wege noch hinter. Also ich würde sagen, von der Landwirtschaft, von landschaftlicher Sicht heraus gesehen, hat das gut gemacht. Natürlich von Ideenreichtum, eben andere Objekte noch zu benutzen von anderen Karten, das hat jetzt auch gut umgesetzt.
Gut, Ort kann man auch lassen. Und schauen wir uns nochmal das mit dem Ding an. Da hat man einen Aussichtsturm. Kann man quasi über die Karte blicken. Und irgendwo ist noch ein Aussichtsturm. Und dann hat er geschrieben, dass er die Karte gebaut hat, zwecks Übersicht von der Farm. Auf die Karte. Da hat man nochmal einen Aussichtsturm. Okay, wenn man jetzt die Details hochstellt, dann wird es natürlich noch ein bisschen schöner ausschauen. Naja, ich würde sagen, für die zweite Karte ist schon gut. Gut, was wir hier haben, es sind für Singleplayer ist die Karte nicht schlecht. Multiplayer kann man natürlich auch mal noch extra Höfe zur Verfügung. Aber wie wenn man jetzt den nimmt, da hat man diese drei Felder und dann beginnt eigentlich schon wieder die anderen Höfe, wo man hier ein paar Felder hat. Ich denke, mehr Farmen als sowieso verbaut sind. Ich glaube, das sind 5 Stück. Wir haben jetzt im Multiplayer-Modus ja, nicht machen können, da einfach die Anzahl der Felder zu gering ist. Und von der Größe her jetzt die Felder auch nicht so riesig sind. Also wenn man, ja, wir Multiplayer spielen und bauen ein bisschen was an, verschiedene Früchte, dann wird es über diesen 5 Höfen, die es gibt, wird es eng werden. Gut, dann sind wir um die Karte rundum. Jetzt schauen wir uns mal das Shopmenü oder das genau Shopmenü noch an. Schauen wir mal bebauen, was wir hier haben unter Texturen. Sieht aus wie die Standardtexturen. Bäume sind auch Standard. Pflanzen auch. Dekorationen, Zäune sind auch Standard. Lampen auch. Sonstiges haben wir zum einen die Standardgeschichten und dann also norwegische Gebäudepaket-Mod. Das ist, glaube ich, der einzige Mod, der hier auf der Karte benötigt wird. Hat man hier dieses alte Bauernhaus, eine Art Garage oder Scheune und nochmal ein Stammnes Haggernhaus. Gut, dann schauen wir mal zu Tiere. Da haben wir die Standard-Tierstelle und eben aus diesem norwegischen Gebäudemod diese verschiedenen Kuhställe. Dann beim Pferde haben wir Standard-Pferdestelle und dann diese modifizierte Pferdeweide. Wahrscheinlich, dass man es abreißen kann. Dann Schweine sind auch Standard und hier auch wieder eine modifizierte Schweineweide. Dann bei Schafe haben wir die Standardstelle und aus dem norwegischen Gebäudepaketmod wieder diese drei Schafställe, Schafweiden, Schrägstrecke und so weiter. Dann Hühner haben wir auch Standard und dann wieder eine modifizierte Hühnerwiese. Dann bei Bienen, okay, ist normal in das wenigsten Ding so. Bienenstock oder beziehungsweise die Standard-Bienengeschichten und dann haben wir hier aus dem Kartenmod selbst nochmal diesen Bienenstock 4 Zagen. Dann haben wir da aber auch, das wird eher zum Verkaufen sein. Und dann Bienenstock Honig Palettenstation. Wird vermutlich modifizierter sein. Sonstiges haben wir Standard-Hundehütte und dann nochmal Hundehütte, damit man es verkaufen kann. Produktion haben wir Standardproduktion, Verkaufsstationen sind auch Standard, Gewächshäuser auch, Plantagen auch, Generatoren auch. Bei Gebäude haben wir die Hallen und dann haben wir aus diesem einen Mod wieder norwegische Gebäudepaket, nochmal diese verschiedenen Schuppen, Hallen und Unterstände, wobei dieser, gut, ist wieder der Kartenmod, Fjordal, wird wieder da sein, damit man es abreißen kann. Silos haben wir die Standard-Silo und aus dem norwegischen Gebäudepark-Mod wieder diesen Heuboden, okay, mit 1 Milliarde Liter Heu. Viel Spaß beim Vollmachen, würde ich sagen. Dann aus dem Fjordal-Mod nochmal so modifiziertes mittleres Fahrsilo und Paletten- und Ballenlager, beziehungsweise nicht modifiziert, sondern dass man es halt abreißen kann.
Dann Silo-Erweiterung, oder was haben wir? Silo-Erweiterung haben wir die Standard-Silo-Erweiterung. Genau. Dann bei Container haben wir Standard-Container und hier nochmal einen kleinen Treibstofftank, den man dann eben auf dem Grundstück abreißen kann. Dann Tools haben wir Standard-Tools, dann aus dem norwegischen Gebäudepaket-Mod, diese Werkstatt oder beide Werkstätten. Und dann nochmal einen Dampfstrahler und so eine Waage aus dem Kartenmod selbst, um die eben auch abreißen zu können. Farmhäuser haben wir Standard, das ist ein Standard-Farmhaus. So eine Art Wohncontainer. Und dann aus dem norwegischen Gebäudepaket-Mod nochmal diese verschiedenen Farmhäuser. Und genau. Gut. Dann stelle ich mal meine Ding ein bisschen höher, wenn wir jetzt hochgehen. Jetzt ruckelt es zwar ein wenig, weil auf 4K zwingt es schon meinen Rechner in die Knie. Aber so sieht die Karte aus. Schaut ein bisschen aus wie wer Schickibitte kennt oder so. Und hier quasi, wo so ein Gletscher mal runtergegangen ist. Hier ein Fjord, oder beziehungsweise das Ganze befindet sich ja in so einem Fjord. Also so ein Abfluss von der Gletscherzunge. Und genau, so sieht die Karte aus. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann. Yeah.